Hallo und herzlich willkommen in der Küche für ein kleines Zwischeninfo. Eine kleine Zwischeninfo natürlich. Nachtsichtgeräte. Ich hatte neulich ein Video gedreht, beziehungsweise Video hochgeladen, gedreht ist schon ein bisschen länger her, von Gefahr im Wald Reihe Nummer 14, und zwar die Sache mit den Jagdunfällen. Ja? So, und da gab es in den Kommentaren teilweise die Ergänzung, dass es ja inzwischen möglich ist, auch mit Nachtsichtgeräten zu jagen. Richtig, und das habe ich tatsächlich nicht gewusst, weil bisher galt das immer als verboten. Dass das jetzt möglich ist, das ist so mehr oder weniger seit späten Frühling 2018 so, und das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Also da muss ich mich wirklich korrigieren, dass das nicht ganz korrekt gewesen ist. Und jetzt machen wir das Folgendes. Jetzt kriegt ihr erstmal die Kurzfassung, was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir im Wald pennen wollen. Und wer sich dann noch für die Hintergründe interessiert, der kann noch weiter gucken. Aber erstmal der Praxisteil sozusagen. Praktisch heißt das, dass es eine geringfügige Chance gibt, dass in dem Wald, wo wir uns niederlegen wollen oder in dem wir nachts noch rumschleichen und rumlatschen, das ist ja auch potenziell möglich, jetzt einen Jäger gibt, der auch bei völliger Dunkelheit schießen kann, weil er ein Nachtsichtgerät auf der Waffe hat. So, und das heißt, dass mit so einem Nachtsichtgerät natürlich die Verwechslungsgefahr zwischen Mensch und Wild potenziell ein wenig ansteigt. Allerdings ein wenig ist jetzt nicht viel, weil wenn wir rumlaufen, dann sind wir verflixt nochmal ein Zweibeiner und sind viel höher als jedes andere Waldtier. Das ist nicht schwierig zu erkennen. Selbst wenn man jetzt eine Optik verwendet, die zum Beispiel noch mit Thermosichtunterstützung arbeitet und das, was man schießen möchte, als weißen Umriss im grünen Bild darstellt. Das sind so die ganz teuren Nachtsichtgeräte, habe ich mir sagen lassen. So, und ein weißer Umriss, der auf zwei Beinen durch die Gegend latscht und halt nun mal hoch ist, sieht immer noch völlig anders aus als eine Wildsau, die halt eben gedrungen am Boden in horizontaler Ebene rumläuft. Die Chance, dass also nur weil jetzt eine Nachtsichtoptik verwendet wird, sofort jeder Mensch aussieht wie eine Wildsau. Ne? Außerdem darf Jagd nur auf Wildsau betrieben werden. Es muss also sichergestellt werden, dass das Tier, was man da gerade eventuell anspricht, auf keinen Fall was anderes als eine Wildsau ist. Und vielleicht kann man unter irgendwelchen total krassen Bedingungen ein Reh und eine Wildsau verwechseln. Na gut. Oder ein Dachs und eine junge Wildsau von mir aus. Aber ein Mensch mit irgendeinem anderen Wildtier, das ist immer noch extrem unwahrscheinlich. Da müsste schon jemand extrem Tomaten auf den Augen haben. Und eigentlich geht ja mit der Verwendung von einem Nachtsichtgerät auch einher. Die Genehmigungen dafür kriegen nämlich nur die Profis. Ne? Und also die Jäger, die wirklich, also so ist zumindest gedacht. So ist gedacht. Ob das wirklich immer funktioniert, ist eine andere Frage. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das System funktioniert. Und dann sollten eigentlich nur die Jäger, denen man das wirklich auch zutraut, entsprechende Genehmigung für eine Nachtsichtoptik bekommen. Und die müssen auch eine gewisse jagdliche Erfahrung teilweise wohl nachweisen. Und dann ist die Chance, dass die dann irgendwelchen Quatsch mit den Nachtsichtgeräten anstellen, halt wirklich super, 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 super gering. Und ich würde sagen, das Risiko steigt irgendwie im 0, Promille-Bereich von mir aus um ein Pünktchen an, wenn man das jetzt irgendwie in Zahlen fassen möchte. Also spielt eine Rolle. Ja, aber was hingegen Vergleich zur Standard-Ansitzjagd und wir laufen im Wald rum und jemand hockt da eben auf dem Ansitz, deutlich gefährlicher sein könnte, ist, wenn halt nicht auf dem Ansitz gejagt wird, sondern nachts gepirscht wird tatsächlich. Dass der Jäger also quasi selbst im Dunkeln nur sehend durch seine Nachtsichtoptik durch den dunklen Wald schleicht, um da dann eben entsprechend was zu erlegen, wenn er dann eben die Wildschweine da antrifft aktiv. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich erlaubt ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das kaum jemand macht, weil das einfach mit einem viel zu großen Verletzungsrisiko für sich selbst, ne? Selbst wenn du dauernd durch dein Nachtsichtfernrohr guckst, dann rennst du ja trotzdem ständig gegen irgendwelche Äste und sowas. Ne? Wir reden hier vom Wald, nicht von irgendeinem aufgeräumten Ort, wo man bequem im Dunkeln durch die Landschaft latschen kann. Also das halte ich für viel zu gefährlich, außerdem mit vorgehaltener Waffe im Dunkeln über den Waldboden stolpern, das ist völlig verantwortungslos und ein viel zu großes Risiko. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele machen werden. Ich kann mir vorstellen, dass es vereinzelt vorkommen wird, und damit haben wir dann allerdings wieder ein super geringes statistisches Risiko, dass das da passiert, wo wir jetzt eben entsprechend rumliegen.
ist aber theoretisch natürlich denkbar. Immer die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Was dann noch passieren kann, drittes mögliches Szenario, was jetzt neu ist durch entsprechend Nachtsichtgeräte, dass wenn wir schon schlafend unter unserer Plane liegen beispielsweise und Jäger kommt nachts um 10 erst in den Wald und schleicht sich nachts um 10 auf seinen Hochsitz und sitzt da jetzt und legt halt an und guckt, wo gibt es denn Wildschweine und jetzt tendenziell potenziell möglich ist, dass Wildschweine in der Nähe von unserer Plane unterwegs sind. Und die sieht er und die befinden sich im Bereich dessen, wo er hinschießen kann. Und ja, dann kann es natürlich sein, dass er auf so ein Wildschwein schießt, weil er mit seiner Nachtsichtoptik bestimmt nicht erkennt, also zumindest eine gute Chance besteht, dass er es nicht erkennt, dass da jemand unter einer Plane im Wald hockt. Ne? Und dann schießt er da hin und jetzt durchdringt die Kugel die Sau und trifft danach auf einen Stein. Der Stein wird zerschlagen von der Kugel und es fliegen Steinsplitter in alle Richtungen. So, jetzt wäre es möglich, dass man von so einem Steinsplitter eventuell getroffen wird. Muss nicht unbedingt ein Stein sein, wäre theoretisch auch denkbar, dass ein Holzsplitter ist, weil ein Baum getroffen wurde. Oder ein Knochensplitter vom Wildschwein, was weiß ich. Aber sowas wäre denkbar. Sehr, 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 sehr unwahrscheinlich wiederum und so unwahrscheinlich, dass man davon eigentlich nicht ausgehen darf, ist, dass der Jäger denkt, was ist das für ein komisches Objekt da im Wald? Das sieht so aus, als würde es da nicht hingehören, da schieße ich jetzt mal drauf. Und damit meine ich jetzt halt eben entsprechend unsere Plane. Warum sollte der das tun? Das ist ja völlig Banane. Ne? So. Also, ich denke, das zusätzliche Risiko durch die paar Jäger, die jetzt mit Nachtsicht unterwegs sind, hält sich sehr in Grenzen. Und mein genereller Tipp, halt sein Lager irgendwo auszubauen, wo nach Möglichkeit weit und breit kein Hochsitz ist, bleibt da natürlich bestehen. Also das zum allgemeinen Kurzfassungsteil sozusagen und zu den praktischen Hinweisen. Und jetzt machen wir einen kleinen Schnitt und dann gehen wir nochmal ein bisschen auf die Hintergründe ein. So, Hintergründe sind folgende. Generell war das deswegen verboten, dass man nicht mit Nachtsichtgerät jagen darf, also mit Nachtsichtoptik auf der Waffe jagen darf, weil sowas der Polizei und dem Militär vorbehalten gewesen ist, also solche Hightech-Tötungsinstrumente, weil das ist es dann ja. Und Privatmann sollte sowas eigentlich nicht haben. Jetzt ist allerdings so, dass die Wildschweinpopulation derart stark angestiegen ist und es wirklich auch lange und viel diskutiert wurde in Fach- und Jägerkreisen, ob man da nicht gegebenenfalls für Wildschwein, weil eben die Population so stark angestiegen ist und man irgendwas dagegen tun muss, eine Ausnahme bei eben der Nachtsichtgerätverbotregelung einführen können soll, darf, möchte. Und ja, dazu ist es jetzt entsprechend gekommen. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wo überall. Ich habe das jetzt nicht so ausführlich angeschaut und recherchiert, aber ich weiß, dass Baden-Württemberg und Bayern zumindest schon mal dabei sind. Auch im Ausland, Teilen der Schweiz und wohl scheinbar auch in gewisser Weise in Österreich, das ist aber noch so ein bisschen gerüchtemäßig, ist das jetzt potenziell irgendwie so ein bisschen möglich. In Deutschland werden wahrscheinlich die anderen Bundesländer nach und nach auch nachziehen, sofern sie noch nicht dabei sind. Es ist deswegen vor allen Dingen hoch umstritten in der Jägerschaft selbst, weil es ja diesen Grundsatz mit der Weitgerechtigkeit gibt. Das bedeutet, da sind ein Haufen verschiedene Regeln drin in diesem Bereich Weitgerechtigkeit und in die Kategorie dem Wild eine Chance geben. Das ist sowohl eine aufgeschriebene wie auch eine ungeschriebene Regel, an die sich Jäger zu halten haben, gehört halt eben, dass das Tier immer noch irgendwie eine gewisse Chance haben muss zu flüchten, dass das Jagen nicht zu einfach wird. Das hat aus der historischen Überlieferung her was damit zu tun, dass man natürlich einen gewissen Respekt vor seiner Jagdbeute haben soll. Das ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Und dementsprechend soll auch immer trotz der Technologisierung der Jagd, und das ist ja schon seit es Gewehre gibt, quasi hochtechnologisiert, wenn man so möchte, soll da immer noch eine gewisse Chance sein, dass das Wild entsprechend noch entkommen kann, wenn es halt besonders clever ist und besonders schnell rennt und sich in einem Baum versteckt oder was weiß ich. So, und jetzt der traditionellere Kern, sage ich jetzt mal, der Jägerschaft, hält dieses Gebot für unglaublich wichtig und meint, auch wenn es jetzt viele Wildschweine gibt, darf man an diesem Gebot eben entsprechend nicht rütteln und es muss nach wie vor so sein, dass man nicht mit,
dass Jagen mit Nachtsicht auf Nachtsichtoptik auf dem Gewehr quasi nur noch ein Totschießen ist und kein Jagen mehr. Also es ist ein, hat mit der klassischen, muss man fast sagen, deutschen Jagd nichts mehr zu tun, meinen die einen. Ja, und die anderen meinen, ja gut, wir haben aber das scheiß Wildschweinproblem. Und da sich das Wildschweinproblem anders nicht in den Griff bekommen lässt und Gift noch weniger weitgerecht ist als Nachtsichtgeräte oder alle anderen Möglichkeiten, die es da noch so gibt, zum Beispiel auch ein Saufang. Saufang ist, wenn man Tiere mag, wirklich schwer zu ertragen. Da werden die ja in so ein Rondell gelockt und dann geht die Türe zu und dann kannst du sie in diesem Rondell da quasi der Reihe nach abschießen. Das sieht arg grausam aus. Also für Nichtjäger ist es ja ohnehin schwer zu ertragen, viele Nichtjäger, sich so eine Jagerei mal intensiv anzugucken, wenn das schön dokumentiert, sprich gut gefilmt wurde. Manchmal schon ein bisschen hart. Ne? Mir persönlich macht es nicht sehr viel aus, aber so ein Saufang, oder teilweise, wenn man mal guckt, wie in Amerika gejagt wird, der gute alte Witz mit dem, ne? Pray and spray, also sprich, bete und verteile viele Kugeln und hoffe, das Ziel zu treffen. Was angeblich die Amis ja betreiben, sagt man ja gerne mal so gerüchteweise. Leider gibt es auf YouTube ein paar Videos, die genau das tatsächlich beweisen. Da wird der erste Schuss schon gut gezielt und alles weitere ist dann peng, 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 wenn die Sau wegrennt, so nach dem Motto, ach ja, ich schieße jetzt 20 Mal, naja, wir schießen bestimmt. Ganz schwer zu ertragen, ne? Ganz schwer zu ertragen, weil ich finde diese Grundsätze mit dem schlimmstenfalls braucht man 2 Schuss pro Tier als deutscher Jäger, der nach deutschen Grundsätzen und nach deutschen Gesetzen auch natürlich entsprechend jagt. Du triffst beim ersten Mal entweder optimal oder zumindest so gut, dass das Tier nicht mehr weit kommt, so sollte es sein, und dann brauchst du gegebenenfalls noch einen zweiten Schuss, wenn das Tier dann doch noch entsprechend weit laufen kann und im Rahmen der Nachsuche dann am Boden liegend aufgetroffen wird, mit Hund nachgesucht, dann brauchst du noch gegebenenfalls einen zweiten Schuss, um es dann endgültig zu erlösen bzw. zu erlegen, je nachdem, wie man das dann auslegen möchte. So. Und das ist schon schwierig, ne? Und so ein bisschen kann man den Eindruck haben, dass mit der Nachtsichtoptik jetzt so Tür und Tor geöffnet ist für eben Nachlassen in diesen Grundsätzen der Waldgerechtigkeit. Ne? Da hat man seit Jahrzehnten nichts zugelassen, was da seit Jahrzehnten verboten ist. Jeder darf im Grunde sich ein Nachtsichtgerät zulegen und damit im Wald Tiere beobachten. Das ist überhaupt kein Problem. Der Unterschied besteht wirklich einfach darin, dass man bisher keine Nachtsichtgeräte haben durfte, die sich auf einer Waffe montieren lassen und quasi als Zielobjekt Optik verwendet werden können. Weil wenn man mit dem einen Auge durch ein Nachtsichtgerät schielt und versucht mit dem anderen Auge mit einem Gewehr zu zielen, da triffst du nichts. Kannst du vergessen. Deswegen war das relativ unkritisch. Oder vielleicht gibt es den einen oder anderen Großmeister, der unter diesen Bedingungen eventuell noch was getroffen hätte, wäre aber in jedem Fall kein weitgerechter Schuss gewesen. Ne? Nur ein absolut sicherer Schuss, der 100% sicher, also das, wo es wirklich absolut zu erwarten ist, dass der jetzt trifft und das Tier auch auf der Stelle tötet. Nur das ist also quasi ein Schuss, den der optimal weitgerechte Jäger abgeben darf. Ne? Zumindest wenn man jetzt das mit der Weitgerechtigkeit ganz, ganz ernst nimmt. Ja, und daher kommt eben auch diese Kontroverse um jetzt die Nachtsichtgeräte innerhalb der Jägerschaft zustande, dass Bürger vor Ort jetzt damit nicht so viel Probleme haben wird, halt nehme ich an, dass vor allen Dingen Landwirte das im Gegensatz sogar sehr gut finden werden, wenn die Jäger ein bisschen besser in der Lage sind, entsprechend Wildschäden an ihrem Mais zu vermeiden. Darum geht es ja im Wesentlichen. Die Wildschäden durch Wildschweine sollen entsprechend runter, weil dafür ist der Jäger ja auch entsprechend haftbar. Einzelne Beispiele zeigen zum Beispiel, dass wer jetzt ein Nachtsichtgerät verwendet seit ein paar Monaten, hat seine persönliche Strecke, also individuelle Abschusszahl von Wildschweinen, gut verdoppelt in etwa. So die ersten statistischen Auswirkungen, das ist noch alles nicht sehr valide, es ist ja noch nicht lange her. Aber da gibt es schon so ein paar entsprechende Beispiele, dass auch die Ansitzzeit pro erlegtes Wildschwein mit Nachtoptik erheblich zurückgeht. Ja, nee, die Säue sind zu viel, das ist so. Und ein bisschen Reduktion der Säue mag erstmal sinnvoll erscheinen. Ob aber wirklich Jagd ein probates Mittel ist, um die Wildschweinpopulation echt und richtig zu reduzieren,
Das wage ich sehr zu bezweifeln. Mehr Wildschweinschießen schadet trotzdem nicht, dann gibt es mehr Wildschwein-Wildbret, dann wird das irgendwann mal mehr bezahlbar und dann kann man da lecker Wildschwein futtern. Daran ist überhaupt nichts auszusetzen, dass mehr Wildschweine geschossen werden. Nur wird das Schießen allein niemals ausreichen, um diese enorme Massenvermehrung, die die Wildschweine momentan gerade durchmachen, aufzuhalten. Es ist im Grunde fast schon egal, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, dass die Nachtsichtgeräte da jetzt noch dazukommen. Wie finde ich das jetzt nun? Also im Grunde eigentlich schon richtig, ne? Weil traditionelle Jagdausübung ist schön, ne? Gar keine Frage. Aber bei so krassen Fällen wie jetzt eben der Wildschweinmassenpopulation muss man halt einfach irgendwelche neuen Wege ausprobieren, irgendwelche neuen Dinge entsprechend einführen. Und solange das wirklich nur für Wildschwein gilt und die Jagd auf alle anderen jagdbaren Tierarten nach wie vor so abläuft, wie sie das immer getan hat, finde ich das eigentlich wirklich vertretbar, muss ich schon sagen. Ob man es für Rehe auch machen sollte, glaube ich eher nicht. Rehe ist zwar auch durchaus jede Menge im Wald vorhanden, da eine Reduktion der Rehwilddichte durchzuführen, wäre in vielen Gebieten sicherlich auch ganz sinnvoll, aber ich denke, das ist auch noch möglich, indem man einfach die Jagd intensiviert und nicht gleich automatisch noch auf Nachtsichtgeräte schaltet. Eine weitere positive Nebenwirkung, die vermutet wird von Wildtierökologen, die Nachtjagd mit Nachtsicht haben könnte, ist, dass die Wildschweine wieder mehr tagaktiv werden. Weil die sind ja deswegen immer in der Nacht unterwegs, weil sie gelernt haben, dass sie dann nicht gejagt werden können. Wenn sie jetzt wiederum lernen, ach scheiße, nachts werde ich auch gejagt, ja, dann gehe ich halt egal zu welcher Tageszeit. Dass sie sich dann quasi anpassen im Sinne von möglichst unberechenbares Verhalten, wann sie aus ihrer Deckung rauskommen, an den Tag zu legen, ne? Damit das allerdings passiert, braucht man erstens Zeit und zweitens wirklich viele Jäger, die bei der Nachtsichtjagdgeschichte mitmachen. Und ob sich das so entwickelt, das weiß noch keiner und das wird sich entsprechend zeigen müssen. Ja, und das waren so meine ersten Gedanken zum Thema. Also grundsätzlich aus jagdökologischer Sicht sicher nicht völlig falsch. Dass man es diskutieren muss, ist klar. Ob man es ethisch-moralisch richtig oder falsch findet, das muss jeder selber wissen. Und als Gefahr für den Waldbesucher, na, das kann man, glaube ich, wirklich vernachlässigen. Also zusätzliche Gefahr, ne? Über die bisherige normale Gefahr hinaus. Das Einzige, was wir dann vielleicht als Waldbesucher mitnehmen könnten, wäre, stolper halt nicht wie ein Bekloppter durch einen dunklen Wald, weil jetzt der Jäger neuerdings auch mit dem Nachtsichtgerät da hocken könnte und sich dann fragt, was stolpert denn da bekloppt im Dunkeln durch den Wald? Sobald du irgendeine Lichtquelle anmachst und sei sie noch so winzig, ist ja klar, dass du nur ein Mensch sein kannst, weil kein Tier, zumindest nicht bei uns, mal abgesehen vom Anglerfisch in der Tiefsee oder solche Späße, aber kein Tier bei uns leuchtet in einem Ausmaß, wie das eine Taschenlampe auf der niedrigsten Stufe könnte. Das habe ich jetzt extra dazu gesagt, weil mir gerade das Glühwürmchen eingefallen ist, das ja sehr wohl leuchtet. Das allerdings kein Wurm, sondern ein Insekt ist. Aber egal, Schluss. So, das Thema haben wir dann auch durchgekaut. Einigermaßen kompakt, bin ich eigentlich ganz glücklich. Macht's gut.